Heute Abend strahlt das erste und das zweite deutsche Fernsehen Weihnachts- und Kerzengerüche aus. Heute Abend weht ein ungeahntes Überseeklub-Feeling auch durch euer abgewohntes Haus. Heute Abend pinkelt ein besoffener Kultursenator viele kleine Herzchen in den Schnee. Heute Abend tut in den Kasernen und in den Klosterschulen manches Pubertätsverunkel weh. Heute Abend hat der freigesprochene Herr Kuras dienstfrei. Heute Abend schießt er seine Weihnachtskerzen aus. Heute Abend singt der Kindesmörder Weihnachtslieder. Heute Abend isst er alle Bonbons selber auf. Stille Nacht allerseits, Heiligabend zusammen. Mach das Licht aus, die Tür zu, die Kerzen an. Heute Abend ruht sich Paul der VI. Bei der Weihnachtsbotschaft von den bösen Kommunisten aus. Heute Abend über geilem Gänsebraten rückt Herr Müller traumverloren mit KZ-Geschichten raus. Heute Abend summt es hinter schwach erhellten Kirchenfenstern heilig grausig bis zur Mitternacht. Heute Abend schließen die Bordelle in der Herbertstraße, jedenfalls die meisten schon um 8. Heute Abend wird ein dünnes, schwarz verbranntes Kinderbeinchen qualvoll amputiert und schlecht vernäht. Heute Abend freut sich dieses kleine Mädchen in Danang ganz selbstverständlich nur auf dein Gebet. Stille Nacht allerseits, Heiligabend zusammen. Mach das Licht aus, die Tür zu, die Kerzen an. Heute Abend fühlt ein jeder, heute Abend spricht der Heinemann von Sozialismus mit menschlichem Antlitz, so wie ein Poet. Heute Abend fühlt ein jeder, dass die Liebe stärker ist als Geld, so wie es in der Zeit geschrieben steht. Heute Abend wird das Christkind viele tausend Male abgeherzt. Heute Abend wird in Blankenese herzlich über Weihnachten gescherzt. Aber heute Abend brennen viele rote Sterne über einem Drittel dieser Welt. Und heute Abend freuen sich viele, dass das nächste Drittel auch mal einen roten Stern erhält. Heiligabend zusammen, stille Nacht allerseits. Nicht der Lichterbaum allein, nein, der Teppich brennt bereits. Vorweg ein Weihnachtsspruch, frei weg nach Chinau. Kick-Ends, wat ist de Himmel so rot? Dat sind Marx und Engels, de backt dat Brot. De backt den Wienersmann sin Stuten für all de lütten Meckersnuten. Alle Jahre wieder braust ein Ruf wie Donnerhall durch die Lande, stille Nacht, heilige Nacht. Die Kirchenglocken, die schon an gewöhnlichen Sonntagmorgen den Feiertagsfrieden auf Teufel komm raus provozieren, durchbrechen spätestens am 2. oder 3. Advent die Schallmauer und ihr heiliges Gelärme vermischt sich mit den betörenden Klingeln der Ladenkassen zu einer einzigen konzertierten Aktion von Kirche und Kapital. Stille Nacht, heilige Nacht, der Kunde zahlt und Horten lacht. Dem konzertierten Angriff auf Gemüt und Geldbörse des kleinen Mannes ist kein gesunder Menschenverstand üblichen Kalibers gewachsen. Alles gerät in Fluss. Der Verkehr, das Geld, die Tränen. Wasser auf die Mühlen des Kapitalismus. Ganze Weihnachtsmannschaften rücken an, um an den Brennpunkten des Geschäftes für Rührung und Umsatz zu sorgen. Rupprechts Knechtsgarden versprühen Tannenduft gegen Demonstranten, schwingen Knüppel aus Schokolade und sichern die Banken mit goldenen Ketten. Merkur, Gott der Diebe und der Kaufherren, ist Mensch geworden und kommt in einem Schaufenster des Konsumglücks zur Welt. Maria trägt ein Modellkleid von Dior. Um der freien Welt die frohe Botschaft zu verkündigen, läutet die Freiheitsglocke von früh bis spät.
vereint sich mit dem Dröhnen der dicken Bertha aus dem Kaiserdom zu Speyer und klinget mit lieblichem Schalle den eisernen Vorhang entlang. Die Mauer gerät ins Wanken, als ob sie von den Trompeten von Jericho bedrängt würde, und durch die spärlichen Risse dringt der Schein einer Weihnachtskerze in die Dunkelheit des Ostens. Alle Welt ist gerührt. Die Staatsmänner senken ihre Stimme und reden dem Gewaltverzicht das Wort. Barockmusik und Orgelseligkeit verdrängen die Argumente und Gottes Bodenpersonal übernimmt die Regierungsgeschäfte. Der Engel-Lobgetön wird zur offiziellen Staatshymne erklärt und verkündet ohne Unterlass den Hochgesang seiner Herrlichkeit des allein selig machenden Kapitalismus. Es ist ein Rot entsprungen aus einer Wurzelart. Ward je ein Ding gefunden von so beständiger Art? Viel tausendmal geschlacht und jegliches Jahrhundert ein neues Rot gebracht. Das Rot, das ich hier meine, ward nicht von Gott gesandt. Es ist das Volk alleine im Zorne auferstand. Wohl zu der halben Nacht, die gottgefällgen Drohnen vom schönen Tisch verjagt, hat starke rote Arme, viel List und große Macht. Sie mögen's mächtig lärmen, es wird nimmer mehr geschlacht. Das Feuer schmilzt den Schnee, soll Hass und Hagel regnen, das tut dem Feuer nicht weh. Weltlich gesprochen. Papst Paul VI. Wurde auf seiner Reise in das Land der Kängurus bei einer Zwischenstation in Manila auf dem Weg zur Bischofskonferenz von einem Mann aus Bolivien angefallen. Dieser konnte sofort für geisteskrank erklärt und abgeführt werden. Der Präsident der Philippinen wurde zum Retter des Papstes ernannt. Nach seiner Rückkehr in die Reiche des Vatikans grüßte der Papst wen sonst? Die Gläubigen in aller Welt und forderte sie auf, denn es wurde schon Weihnacht, Zeit der frommen Sprüche. Er forderte sie auf zur Solidarität mit allen notleidenden Völkern. Das konnte er sich leisten, denn wieder einmal hatte er sich auf diesem Jetset durch die missionierte Welt aller seiner Bischöfe versichert, nur ja Friede auf Erden walten zu lassen und gewiss zu sein, dass nur der Glaube die Güter bewahrt. Wieder einmal war ihm bestätigt worden, dass Aufklärung nur Unruhe und nur der Glaube die Ruhe verbürge. Denn wem könnte echt daran gelegen sein, sagte sich Paul, dass der Wahnsinn ausbreche, wie bei diesem hitzköpfigen Bolivianer. Gott schütze mich, sagte der Papst, vor solchen Missetätern und verhüte, dass die Solidarität vom päpstlichen Vatikan selber in die Tat umgesetzt wird. Gott schütze uns also und lasse geschehen. Die Enteignung der Güter- und Aktienpakete des Vatikans und die Ausschüttung dieses Segens über alle Menschen, die kämpfen, in Bolivien, Vietnam, Griechenland, Spanien, gegen Unterdrückung und das heißt, weltlich gesprochen, gegen Dummheit und Religion. Weihnachten,
Das ist Feuerpause, um danach wieder pausenlos zu feuern. Stille Nacht, heilige Nacht, Weihnachtsgeld wird gebracht durch Herrn Rupprechts vom Lohnbüro. Schweigend geht die Belegschaft aufs Klo, zählend wie viele Krümel gnädig vom Herrn Tisch gefallen. Stille Nacht, heilige Nacht, Lichterbaum angemacht und ein liebliches Liedlein gesingt und ein Eierlikörchen getrinkt und die Kinder geprügelt, bis sie jetzt andächtig sind. Gute Nacht, peinliche Nacht, Fernsehspiel ausgemacht und im Magen ein flaues Gefühl, weil die Liebe nicht hochkommen will. Noch zwei Nächte zum Schlafen, dann wieder in Betrieb. Wilde Nacht, streikende Nacht, eines Tages nicht ganz satt, pfeifen wir auf die Gnade des Herrn, übernehmen mal wir den Konzern und die Führung in Staate, das wird ein Weihnachtsfest. Er trug, wie alle Weihnachtsmänner, roten Mantel mit weißem Pelz, Mütze, weißen Bart und rote Stiefel. Niemand sah rot in München. So ging er vor, so ging er in das Kaufhaus, unter ängstlichen Kinderaugen, lächelnden Frauen, verständigen Männern. Und dann kämpfte der Sprecher der Tagesschau gegen ein Lächeln. Heute Abend stahl ein Weihnachtsmann aus der Kasse eines Münchner Warenhauses 300.000 Mark. Die Verkäufer sahen schmunzelnd zu. Ihr Vertrauen in Weihnachtsmänner war von Kindheit an intakt geblieben. Bethlehem. Wenn man absieht von allem, was fromme Legende hinzutat, Ochs und Esel, Hirten auf dem Feld, Engel, den Stern, die heiligen drei Könige, Jungfräulichkeit und Theologie, bleibt ein Ereignis, das in der dritten Welt alle Tage vorkommt, irgendwo zwischen Delhi und Benares, zwischen Bahia und Santiago, zwischen Saigon und Da Nang. Ohne ärztlichen Beistand, unterernährt, nicht sesshaft und kaum, dass auf den Mann Verlass ist, bringt eine Frau ihr Kind zur Welt. Das lebt entweder oder stirbt mit der Mutter noch im Kindbett. Es siecht dahin, verendet am Hunger oder an der Schwindsucht. Von Zeit zu Zeit hat so ein Wurm Glück. Es lernt Krankenhaus und Schule kennen und kriegt satt zu essen. Dann verkünden die Weisen aus dem Morgenland, ein Mensch ist Mensch geworden. Ziemlich sicher, dass er, sollte er Ansprüche geltend machen, bald mit den Mächtigen in Konflikt gerät. Man wird ihn erledigen und weniger Mutige werden ihn als Märtyrer feiern. Die Mörder werden seine Lebensgeschichte ausschmücken und sie so lang mit Wunderzeugs drapieren, bis sie wohnlich geworden ist und weihnachtlich. Was sollst du glauben, Christ? Der Papst sagt Nein zur Pille
und das ist Gottes Hilfe. Das sollst du glauben, Christ. Wem soll dieser Gott nützen? Was ist das für ein Gott? Und wen soll er beschützen? Vor welcher argen Not? Das solltest du fragen, du glaubensfroher Christ. Die Antwort wird dir sagen, wes lieber Gott das ist. Wem nützt mehr zu viel Söhne, die hungern und nichts hießen, für ganz geringe Löhne sich verdingen müssen? Wem nützt mehr zu viel Töchter, die hungern und nichts wissen, an jeden fetten Schlechter sich verkaufen müssen? Wem nützt es, wenn die Knechte immer mehr Kinder hecken und ihre Herren Rechte ihr Lebtag nicht entdecken? Wem nützt es, wenn Proleten in Dublin, Peru, Kapstadt nicht kämpfen, sondern beten, dass ihre Not ein End hat? Das ist der Gott der Reichen, die fressen, ficken, saufen und den Gewinn einstreichen und sich die Pillen kaufen. Doch es werden die Proleten beenden ihre Not und kämpfen statt zu beten, dann stirbt auch dieser Gott. Dann weiß der fromme Christ, dann weiß die ganze Christenschar, wes lieber Gott das war. Schlechte Zeiten sind das für Spaßmacher, Spötter und Kabarettist. Aus der Schreckenskammer der deutschen Provinz, da holten wir manchen Pappkamerad. Richter, Notar, Pfaff und Lodenrock, den Fatih und den Sozialdemokrat. Und die haben wir dann fröhlich fertig gemacht und haben uns dabei einen abgelacht. Schlechte Zeiten sind das für Spaßmacher, Spötter und Kabarettist. So haben wir ein paar kleine Spießer verarscht, als stammte die ganze Scheiße von dem. Und die sind doch bloß so beschissen, weil sie so beschissen werden und es selber nicht sehen. Doch jetzt höre ich ein paar Genossen schreien, denk an Runau und den üblen Kleinbürgerverein. Schlechte Zeiten sind das für Spaßmacher, Spötter und Kabarettist. Der brutale Senator und Arbeiterschreck ist schon nicht mehr nötig, den gibt's bald nicht mehr. An dessen Stelle arbeitet schon der liebenswürdige Funktionär. Der war nicht mal Nazi, auch sonst ist er nichts. Auf sowas macht man kein Spottgedicht. Schlechte Zeiten sind das für Spaßmacher, Spötter und Kabarettist. Oh, heiliger Vion, schlechte Zeiten sind das für Spaßmacher, Spötter und Kabarettist. Jedenfalls dann, wenn er merkt, dass er bloß Funktionär fürs Pappkameraden abknallen ist. Die Rechte, die kriegt er meist nie vors Gesicht. Und wenn mal ganz kurz, dann schießt er nicht. Schlechte Zeiten sind das für Spaßmacher, Spötter und Kabarettist. Simon und Garfunkel haben einen Schnulzentext gemacht auf das Lied El Condor Pasar. Aber das ist ein altes Inka-Lied und es hat eine lange Geschichte. Und die geht so. Die Inkas hatten eine Menge Gold. Es interessierte sie aber nicht besonders. Sie lebten in kommunistischen Gemeinschaften.
Und dann passierte Folgendes. Die Großmacht Spanien hatte finanzielle Probleme. Man schickte deshalb ein Heer zu den Inkas mit dem Auftrag, die Inkas von dem kommunistischen Joch zu befreien. Der Befreiungsplan wurde dann später in das Schulungsprogramm des amerikanischen Geheimdienstes CIA übernommen. Man ging folgendermaßen vor. Gleich nach der Ankunft lud man den gesamten Oberen Rat der Inkas zu einem Gastmahl und liquidierte ihn während des Essens. Den Chef des Oberen Rates, Atahualpa, behielt man als Geisel. Das Lösegeld musste in Gold gezahlt werden. Als so viel Gold beisammen war, dass das Befreiungsheer mehr nicht transportieren konnte, wurde Atahualpa ebenfalls liquidiert. Dann wandte man das Prinzip der verbrannten Erde an. Es blieb uns nichts anderes übrig, sagte der Chef der Befreiungsarmee. Die Inkas begriffen das Ganze nicht. Sie wurden sprachlos. Und davon erzählt das alte Inka-Lied El Condor Pasar. Der Condor hackt der Sonne Augen aus und fällt, Feuer fällt auf das Land. Im Schatten schwerer Flügel ruft kein Schrei zum Kampf und gelähmt ist die Hand. Wie heiß die Gier nach Gold und Blut und Tod, die noch nie einer sah. Und graue Federn fallen auf die Stirn und die Nacht ist so nah. Ay, ja, El Condor Pasa. 400 Jahre lang blieb es still im Land der Inkas und dann passierte Folgendes. Es gab zwar kein Gold mehr im Land der Inkas, dafür aber Eisen, Kupfer und Blei. Daher beschloss die Großmacht USA, das Land der Inkas vor dem Kommunismus zu schützen. Man errichtete Bergwerke und Minen und ließ darin die Nachkommen der Inkas für sich arbeiten. Das ging eine Zeit lang gut, aber dann fanden die Nachkommen der Inkas ihre Sprache wieder. Sie organisierten sich und jetzt operieren sie in kleinen Guerilla-Einheiten, vor allen Dingen auch in den größeren Städten. Und da muss auch schon mal Kreti und Spreti dran glauben. Diese Gruppen und alle Volksbefreiungsarmeen der Welt werden den Yankee-Imperialismus ausrotten. Und deshalb kriegt das alte Inka-Lied El Condor Pasar eine letzte Strophe. Der Morgen brennt und aus den Bergen fällt der Schrei, Schrei zum Kampf auf das Land. Und schwarze Panther steht zum Sprung bereit. Ah ja, überall schon brand. Zerhackt die Yankee-Gier nach Gold und Blut, diese Gier wird nie satt. Erst dann kann Frieden sein in jedem Land, wenn man sie getötet hat. Ah ja, El Condor Pasa. Unsere Bank. Die Filialen der Deutschen Bank machen dem Kleinsparer großzügige Angebote. Auf gläsernen Schwingtüren verkünden Plakate kostenlose Einzahlungen von Miete, Strom, Gas und so weiter. Wo gibt es so viel Verständnis und offene Türen für die Geldsorgen der einfachen Leute? Wer nimmt denn in unserer so materialistischen Zeit noch Geld kostenlos entgegen? Welche Großbank, gewöhnt an die eisigen Höhen des Kapitals, an die schweigenden Seiltänze zwischen einsamen Gipfeln, gewöhnt an goldene Westenknöpfe und Nerz-Overalls, welche Großbank, frag ich, hat denn die Größe, sich in die Niederungen der Rentner, Hausfrauen, Angestellten und Arbeiter zu begeben? Den Smog und Schweiß nicht zu scheuen. Das rührt uns. Da sind wir dabei. Die Deutsche Bank, das ist unsere Bank. Wir setzen uns auf sie. Sie findet unser kostspieliges Vertrauen. Sie ist die Bank des Volkes.
Sie hat die Ferne zwischen unseren Großen und uns so ins Menschliche verkleinert. Wir stehen ihr bei im Kampf ums tägliche Brot. Wir wünschen ihr in dieser schweren Zeit der Konkurrenz mit den deutschen Sparkassen, wir wünschen ihr ein gutes Abschneiden, denn das schlägt zurück auf uns, denn die Deutsche Bank, das sind wir, in Kurs und Konkurs. Wagen Weiber und heiße Regionen, im Fernsehen und lebens auf Bild und Plakat. Du kommst da nicht ran und du hast Erektionen und die Frau zu Hause kriegt dich nicht satt. Überstunden und sparen für'n Wagen, das große Geld verdienst du nie. Du schluckst die Wut und die staut sich im Magen. Da muss ich was ändern, aber du weißt nicht wie. Weil die richtige Lösung von diesem Problem, die sollen wir vergessen, die sollen wir vergessen. Weil die richtige Lösung von diesem Problem ist für einige, aber nur für sehr wenige, nicht angenehm. Diese Moritat ist eine wahre Geschichte. Sie passierte so oder ähnlich am 26. Januar 1970 abends in West-Berlin. Nein, nicht an der Mauer, mitten in West-Berlin. Und das passierte mit zwei Arbeitskollegen. Beide 30 Jahre alt, verheiratet, ohne Kinder, aber mit Konfession. Beide aus Westdeutschland, Volksschule, kaufmännische Lehre, Bundeswehr. Dann nach West-Berlin, da geheiratet, wegen Familiendarlehen. Vorstrafen keine. Für 850, 8 Stunden am Tage. Arbeit im selben Großraumbüro. Werkseigene Wohnung in Nachbarlage. 2,5 Zimmer und im Bad ist das Klo. Und machen genau, was sie machen sollen. Sie machen sich gegenseitig ganz geil. Mit Überstunden, Musikschrank, so weiter. Und die beiden Frauen machen auch ihren Teil. Weil die richtige Lösung von diesem Problem, die sollen wir vergessen, die sollen wir vergessen. Weil die richtige Lösung von diesem Problem ist für einige, aber nur für sehr wenige, nicht angenehm. Also die beiden Arbeitskollegen sind Konkurrenten. Warum? Weil das nützt denen, von denen sie ausgenützt werden. Und jetzt wollen die beiden ausgenützten Arbeitskollegen noch so sein wie die, von denen sie ausgenützt werden. Was wollen sie sein? Monopolisten. Das geht natürlich nicht in Wirklichkeit. Also spielen sie. Was spielen sie? Sie spielen und ihre Frauen spielen mit abends nach Überstunden. Und wenn im Fernsehen nichts Richtiges ist, spielen sie das beliebte Gesellschaftsspiel Monopoly. Zu diesem Spiel gehören... Zu diesem Spiel gehören 2 Würfel, 6 Spielfiguren, 32 grüne Häuser, 12 rote Hotels, ein Ereignis- und Gemeinschaftsfach Verschiedenes. Jeder erhält als Anfangskapital 30.000 Mark. Und hocken am Tisch und die Geldscheine wandern. Das Spiel ist ernst, man ist Kapitalist. Und schon mal hat die ihre Hand bei dem anderen, mit dem sie nicht verheiratet ist. Salzstangen, Bier, rote Köpfe und Lachen, wenn einer ein paar Häuser verkaufen muss. Die Würfel rollen, was willst du da machen? Alles ist Schicksal, Gewinn und Verlust. Weil die richtige Lösung von diesem Problem, die sollen wir vergessen, die sollen wir vergessen. Weil die richtige Lösung von diesem Problem ist für einige, aber nur für sehr wenige, nicht angenehm. Aus den Spielregeln von Monopoly. Sinn des Spiels ist es, Besitztümer so günstig zu kaufen, zu vermieten oder zu verkaufen, dass man der Reichste und möglichst Monopolist wird. Wer am meisten besitzt, der hat gewonnen. Wer am wenigsten besitzt, der hat verloren. Und
ärgert sich natürlich. Und so war das am 26. Januar 1970 abends in West-Berlin. Einer der beiden Arbeitskollegen hatte Überstunden gemacht. Soll Gehaltsaufbesserung kriegen, weil der so tüchtig ist. Das sagt die Frau von dem anderen. Und dann kommt die abends noch rüber auf den Sprung zum Monopoly. Und da hat der nicht so Tüchtige seine ganzen Besitztümer an den Tüchtigen verloren. Und dann sieht er noch, wie seine Frau dem Tüchtigen mit einer Salzstange an der Hose rumfummelt. Und da war es dann soweit. Hat an dem Tisch die Flasche zerschlagen, schlägt ihm den Scherben grad ins Gesicht und durch die Wohnung ins Treppenhaus jagen und hinterher mit dem Brotmesser sticht. Und der hat an der Tür das Bleirohr genommen, schlägt zu ihren Kopf zweimal quer und dann hat alles voll Blut geschwommen. Und im Krankenhaus lebten schon beide nicht mehr. Weil die richtige Lösung von diesem Problem, die sollen wir vergessen, die sollen wir vergessen. Weil die richtige Lösung von diesem Problem ist für einige, aber nur für sehr wenige, nicht angenehm. Der Tod der beiden Arbeitskollegen hat geschmerzt. Vor allem das Werk, dessen Angehörige sie ja waren. Es nützt dem Werk nämlich gar nichts, wenn sich gute Arbeitskräfte erschlagen und erstechen. Das muss auch mal gesagt werden. Und es gab eine Doppelbeerdigung. Und es gab eine Doppelbeerdigung und viele Werksangehörige zogen mit. Und auf den zwei Särgen haben Kränze gelegen. Und daran waren Schleifen und darauf stand: Gedenke den treuen Arbeitskollegen, Betriebsrat und Firmenvorstand. Und ein Direktor hat auch gesprochen vom gemeinsamen Boot, das uns alle eint. Aber das Leben ist Kampf, hat er ein paar Mal gerufen. Aber Klassenkampf hat er wohl nicht gemeint. Weil die richtige Lösung von diesem Problem, die sollen wir vergessen, die sollen wir vergessen. Weil die richtige Lösung von diesem Problem ist für einige, aber nur für sehr wenige, nicht angenehm. Diese Moritat war eine wahre Geschichte. Sie passierte Ende Januar 1970 in West-Berlin. Nein, nicht an der Mauer, mitten in West-Berlin. Weil die richtige Lösung von diesem Problem, die sollen wir vergessen, die sollen wir vergessen. Weil die richtige Lösung von diesem Problem ist für einige, nicht für die Krauses, nur für sehr wenige, nämlich für die Krupps und so weiter. Da ist sie nicht angenehm. Wofür wir kämpfen. Wofür wir kämpfen, ist nicht weit hergeholt. Es ist von dieser Welt einfach und mit Händen zu greifen. Der Sozialismus ist kein Wunschtraum, er ist, was allen vor Augen schwebt, das zum Glück Erforderliche. Er lässt durchaus zu wünschen übrig. Er bleibt Menschenwerk. Das zeichnet ihn aus vor vielen Entwürfen. Er verlangt nichts Menschenunmögliches. Alle sind aufgefordert, mitzumachen. Die Großen haben ausgespielt. Viel Kleinarbeit ist nötig, frühes Aufstehen und Anstrengung nach Maß. Doch geht's voran, Schritt für Schritt, eins ums andere. Dies ist die Geschichte des Kommunisten Rudi Schulte aus Essen. 63 Jahre alt und noch immer in Betrieb. Über den hat noch keiner was geschrieben, weil so richtig große Taten hat er nie vollbracht. Und dem fehlt das Flair des Revolutionären, was die progressiven Weiber heißer macht. Seine Nase haben die Nazis eingeschlagen und er hinkt von wegen Arbeitsunfall und bei ihm zu Haus, da ist es nicht mal proletarisch, so mit Sofa, Kissen, Bronze, Schäfer und. Doch gelesen hat er viel, was seine Klasse anbetrifft, aber Zeit für Kultiviertes hat er selbstverständlich nicht. Denn die Zeit war Kampf
und der war Tag für Tag und manchmal war der auch des Nachts. Für die Sache, die so einfach, aber schwer zu machen ist, vor und nach dem Sieg des Proletariats. Der erzählt nicht viel, da kannst du lange fragen, weil der fragt zunächst, wem das Gesagte nützt, dass er schon mit 12 beim Ruhraufstand dabei war, hat auf heißgeschossene MGs gepisst, wurde Schlosser, wurde paar Mal rausgeschmissen, denn die Krupps, die mögen keinen Kommunist, dann Rotkämpferbund und dafür Z 2 Jahre und zurück in den Betrieb, weil das sein bester Kampfplatz ist. Und der Kampf gegen Faschisten, in den Straßen nachts kein Licht, und die Frau hat wach gelegen, flennen tat sie selbstverständlich nicht. Denn der Kampf ging weiter, weiter Tag für Tag, und manchmal ging er auch des Nachts. Für die Sache, die so einfach, aber schwer zu machen ist, wonach dem Sieg des Proletariats. Dann folgt die Diktatur des Hitlerfaschismus, und aus dieser Zeit ergibt es nichts zu singen. Und das sind die Stationen des Kommunisten Rudi Schulte aus Essen. 1933 bis 1934 Moorsoldat im KZ Bürgermoor. 1935 zurück in den Betrieb und Aufbau illegaler Zellen. 1936 bis 1939 Zuchthaus wegen Spendensammlung für den Kampf in Spanien. 1940 lebenslänglich wegen Beschädigung von Maschinen, Organisation von Bummelstreiks und Vertrieb illegaler Betriebszeitungen. Bis 1945 KZ Neuengamme. Und dann zurück in diesen großen Trümmerhaufen. Und war müde, hat gedacht, lass mal die anderen ran. Aber Krupp war auferstanden aus Ruinen. Und die Herren Generale fingen wieder an. Also weiter agitieren, demonstrieren. Waren paar Fische in dem großen Meer voll Hass. Wurden mehr, da haben sie die Partei verboten. Und die Krupps, die schmissen immer wieder raus. Und die Herren in Ledermänteln. Da gab's manch bekannt Gesicht, hätte gerne reingeschlagen, tat er selbstverständlich nicht. Denn der Kampf ging weiter, weiter Tag für Tag und manchmal eben auch des Nachts. Für die Sache, die so einfach, aber schwer zu machen ist, wonach dem Sieg des Proletariats. Und dann kamen auch mal wieder gute Tage, rote Fahnen, Barrikaden, Streiks und rote List. Gab auch Sprüche. Wild gewordene Studenten sagten ihm, du feiger Revisionist. Das erzählte er am Abend seinen Tauben. Und da haben seine Tauben sehr gelacht. Bei den Tauben spricht er oft auch seinen Wunsch aus, dass er einmal diese große Reise macht. Durch das Drittel dieser Welt, das jetzt schon rot geworden ist. Aber dass er einfach losfährt, macht er selbstverständlich nicht. Denn der Kampf geht weiter, weiter Tag für Tag und manchmal eben auch des Nachts. Für die Sache, die so einfach, aber schwer zu machen ist, vor und nach dem Sieg des Proletariats. Rudi Schulte aus Essen, 63 Jahre alt, seit 40 Jahren verheiratet, ein Sohn, der ist Lehrer in Leipzig. Rudi Schulte, 63 Jahre alt und noch immer im Betrieb. Und die wollen ihn schon mal wieder rausschmeißen. Diesmal wegen verdienter Altersruhe, Invalidität. Aber wird ihm nicht gelingen. Und jetzt gibt's auch schon mal Krach mit den jüngeren Genossen. Lange Haare, Bärte, Mädchen, wo man alles sehen kann. Die wollen jetzt so Witzchen in die Betriebszeitung reinbringen. Hat er mal auf den Tisch geschlagen, verschiedenes klargestellt, über Mode erzählt, überhaupt. Aber die haben bloß gelacht und ihn überstimmt. Und dann hat er losgebrüllt, ach leck mich du all am Arsch, und ist abgehauen. Aber natürlich kommt er wieder, denn die Betriebszeitung muss ja raus und die Grundeinheitssitzung muss stattfinden. Und jetzt werden auch die Nächte manchmal schwerer. Und er schläft schlecht, manchmal träumt er sogar schon. Er fährt oben auf einer großen roten Lok, ganz einfach durch die große Sowjetunion. Bis zum roten Platz, da heulen die Sirenen. In das Morgenrot, den Schluss der langen Nacht. Und an der Kremlmauer lehnt Genosse Leni und sagt, Schulten Rudi, hast du gut gemacht. Und dann rappelt auch der Wecker wieder auf zur ersten Schicht. Na und über seinen Traum, das spricht er selbstverständlich nicht. Denn der Kampf geht weiter, weiter Tag für Tag und manchmal eben auch des Nachts.
für die Sache, die so einfach, aber schwer zu machen ist. Wonach, wenn Sie